Sam? Wir haben nicht weit von dir ein erhöhtes chirales Niveau gemessen. Das könnte eine Leiche sein. Eine bald nekrotisierende Leiche. Ich habe sie auf deiner Karte markiert. Wenn ich recht habe, musst du dich schnell um sie kümmern. Sofort. So, der Sean ist auch wieder da. Hi Sean. Weiter geht's mit Story Game. Ja, schon, dann wäre ich da drüben geblieben, aber mir war auch mehr nach einem guten Story-Game, deswegen bin ich ganz deiner Meinung. Eine angenehme Reise. Ja, ich habe ja dich gefragt, wofür du mehr bist und ja, ich war auch mehr für dieses Game. Definitiv. Ja, schon das, recht detailreich, mega auch. Die Schneegegend, wo ich letzte Zeit war im Gebirge. Mega cool gemacht. Optisch schön. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, definitiv ein geiles gemachtes Spiel.
Nee, bin ich nicht. Ich bin doch auf PlayStation. Ja, schon, umso besser. Wieder ein Ehrenmann mehr im Stream, easy. Thank you.
Ja, da sagst du was schon, auf gefährlich angelehnt und gruselig ein bisschen. Muss, muss. Das Spiel hat halt viel zu bieten, ne? Hardcore-Version von DHL, ja, Mann. Einfach Lieferdienst. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Aktivierungsschlüssel bestätigt. Verbindung mit Knotennetzwerk wird hergestellt. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das chirale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Wiedergeboren als United Cities of America. Auch wenn Terroristen oder andere uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Die neue Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin Bridget Strands. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestimmt ist. Amelie, sie ist da draußen und braucht deine Hilfe. Bring sie nach Hause, Sam. Und halte nach Hicks Ausschau. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Hedge North City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin und warte. Du bist zu mir gekommen. Ich wusste es. Sam, ich bin's. Amelie.
etwas sagen. Ich bin die Extinktionsentität. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich kampfbereit zu machen. Wiederhole, Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Das Baby chillt nicht nur, das hat schon Sinn. Ich habe ja diesen Arm, der da mal so rumklackert, weißt du, diesen mechanischen auf der Schulter. Und der wird ausgelöst von dem Baby, wenn diese Wesen in der Nähe sind, weißt du, so wie vorhin, die ich bekämpft habe eben gerade. Das Baby warnt mich, wenn die in der Nähe sind, diese Unsichtbaren. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Fünf Massenaussterben, jedes verursacht von einer Extinktionsentität. Und jetzt ist es Zeit für Nummer 6. Ich rede nicht über das Aussterben einiger Dutzend Arten, nein. Das ist das Größte von allen. GD-Antimaterie, die alles Leben in die Leere stürzt. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne einen Pfadfinder wie dich, der uns wieder vereinen will. Wie sieht's aus? Komm! Blicke dem Ende ins Auge. Amelie? Sam! Das große Werk ist fast vollendet. Alle Knoten sind verbunden. Bald verschmelze ich sie und alle Strände der Menschheit zu einer einzigen Küste. Und dann beginnt ein
einmaliges Aussterben. Es wird alle anderen in den Schatten stellen. Das Letzte. Das ist meine Bestimmung. Was zum Teufel hat er dir angetan? Die letzte Strandung. Der Grund für meine Existenz. Die erste war nicht mehr als ein Auftakt. Mittlerweile hast du es doch sicher begriffen. Dooms, Leute wie wir, sie ist der Kern des Ganzen. Die Albträume, die uns plagen, die Visionen von einer unausweichlichen Zukunft. Klingelt da was? Alles Gute zur Dooms-Apokalypse, Sam. Na, fick dich! Nicht. Du kannst es beschleunigen oder verlangsamen, aber du kannst nicht aufhalten, was wir begonnen haben. Selbst wenn du mich besiegst, du kannst sie nicht retten. Denn das hier ist unumkehrbar. Sean schreibt, der Dude spielt schon unfair. Ja, da sagst du was. Der kann sich hier rumzerrappen, Alter, und ich habe keine nennenswerte Fähigkeiten mit meinem Charakter. Ich lief einfach nur Pizza aus, Alter, und der hat übelst die Kräfte. Ja, schon, ich denke auch, das war was ganz Besonderes. Oh,
Das ist ein interessanter Bosskampf, ne? Mal sehen, wie das Ganze endet. Das
sich tut an, was? Es kann weitergehen. Das war's für dich. Das ist das Schlechteste.
Was für ein Kampf, Alter. Ja, Mann, aber ich schaff den.
Sam!
Sean schreibt, der war nervig, der war mehr als nervig. Der war zwar einfach, weil der nicht am Leben verloren hat und ich nicht wirklich sterben konnte, aber der hat gedauert, ja. Aber jetzt haben wir's. Amelie! Amelie! Geht's gut. Und das Sterben liegt vorerst auf Eis. Lass sie los! All das für einen Wiederkehrer. Verschwunden. Wir machen weiter, wenn du dann mal tot bist. Wir sehen uns am Strand für das große Finale. Nicht aufhält, missbraucht er Amelie, um seine Dooms-Apokalypse auszulösen. Und unsere ganze Arbeit war umsonst. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe empfohlen.
Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Ich muss mal kurz was nachschauen schon. Bin mal ganz kurz hier in diesem Pause-Menü.
Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben.
Nice schon, hast du das gerade gesehen? Wir haben ein Easter Egg getriggert. Mit der Brille, hast du das gerade gesehen? Hicks will die Knoten deines Netzwerks mit Amelies Strand verbinden. Also ist klar, wo sie hin sind. Und wie kommen wir dorthin? Nicht über mich. Doch Amelies Verbindung zu dir ist stark. Du warst schon oft an ihrem Strand, oder? Du schaffst den Sprung. Ziehst du das für mich durch? Ich versuche, ihn Leben zu fassen. Versprich's mir. Ich will es sein, die ihn tötet. Gut. Dann helfe ich dir, dorthin zu kommen. Ich kann uns nicht gleichzeitig schicken. Aber ich bin gleich hinter dir. Ich dachte, du könntest nicht zu ihr. Kann ich nicht. Aber ich komme zu dir. Durch die Bänder, die uns verbinden. Der Traumfänger wird dich zu ihr führen. Und dann? Führt die Missanga mich zu dir. Willst du so losziehen? Naja, ich brauche keine Waffe. Und Lou brauche ich auch nicht. Roger. Was? Hast du irgendwas zu essen? Oh. Hab dich wohl überzeugt, was? Sam, sei vorsichtig. Wenn ich's nicht packe. Kümmer dich um Lou, okay? Damit das funktioniert, muss ich dich berühren. Denk an Amelie und ihren Strand. Du liebst sie, oder? Du liebst sie. Da ist er. Ja, schon, nicht schlimm, dass du abgelenkt warst. Ich lade dazu auf TikTok und auf YouTube den nächsten Video hoch. Da wirst du es dann nochmal sehen können. Aber immer nice, wenn wir neue Easter Eggs finden. Lieben wir. Amelie? Sam? Was machst du hier? Bereit ist zu beenden, bevor alles sein Ende findet. Thank you.
hast du mit dir vor? Das, was ich tun muss. Ich beschütze die Extinktionsentität, bis alles ausgelöscht ist. Das sechste Aussterben ist nicht zu stoppen. Egal, was du, ich oder irgendein anderer tut, der Menschheit bleiben nur noch ein paar hunderttausend Jahre, höchstens. Warum kommen wir also nicht gleich zur Sache? Akzeptieren unser Schicksal. Wie die Kreaturen vor uns. Wir alle wissen, was kommt. Warum das Unvermeidliche aufschieben? Wir mit Dooms, sie... Wir sind alle aus einem Grund hier. Wir alle sind Teil des gestrandeten Todes. Und dieser Ort, dieser verdammte Strand. Hier gibt es keine Wiederkehr, nein. Einer von uns stirbt, das war's. Er geht auf die andere Seite. Gut, oder? Der glückliche Verlierer darf diese Endlosschleife ein für alle Mal ein Ende setzen. Also, keine GDs, keine leere Stürze und keine Tricks. Nur ein guter alter Bosskampf. Stock gegen Seil, Gewehr gegen Strang. Ein letztes Ende vor dem Ende. Ein letztes Game Over. Sieht so ein bisschen langsam nach Ende aus, würde ich sagen, oder? In das Gottes. Komm schon! Ja, leider sieht's danach aus, ne? Immer schade, wenn gute Spiele zu Ende gehen, aber mal sehen, was noch kommt. Du hast Glück, Sam. Warum dauern? Heute ist ein Glückstag. Oh.
aus, Sam. Hey, du! Hier drüben! Sam. Ich kann dich schlagen. Ich kann dich schlagen. Zeit der Welt. Bridges.
verstehst es einfach nicht, oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemals. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Geil, jetzt wird das Spiel einfach wie so ein Beat'n'up wie Mortal Kombat oder Tekken mit links und rechts die Lebensanzeige. Nice. Verdammtes kaltes Bier. Es ist Leitstelle, zum Mond zu rennen. Und zurück. Du Miese. Bist ja ein schön angegangen, Mr. Aphephosmophobie. Ja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil.
Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Danke. Warum hast du so lange gebraucht? Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Bodensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein. Behalte sie. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Ein kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun.
Glaubst du noch an mich? Auch ohne Higgs bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen musste, um hierher zu kommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Warte hier, okay? Aha. Präsidentin Bridget Strand, du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns.
unmöglich. Ist es wirklich du? Joe? Ja. Ich bin es. John. Weißt du noch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gib mir mein Bibi wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Baby! Oh, Sam, ich bin's. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Wo bin ich? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum. Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das Haku eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was Bridget begonnen hat. Nur das und dann weg. Bridget. Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter.
Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Dai Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Teil glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Hicks Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Hicks ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin. Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozon. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Hicks gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden auf, den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es einen Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal, was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das sechste Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Sam, alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Nein, Lockner. Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fragile. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich. Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche, könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke.
Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. Zwei Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche, in den Aufzeichnungen etwas über die drei zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten, den Weg kennst du bereits. Und wenn du hier bist... Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake Knot City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ekelhaft. So, schon, die Cutscene ist vorbei. War immerhin trotzdem eine lange Cutscene bis jetzt. Und ja, jetzt gibt es wohl noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen, aber die mache ich morgen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Und ob meiner Präsident wird, ich weiß ja nicht. Ich glaube ja nicht. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich denn morgen. Den letzten Part machen wir morgen, okay? Also schon, korrekt, dass du da warst, wie immer. War entspannt mit dir. Bis morgen, ja? Ciao, ciao.